Alles klar, Freunde. Recht herzlich willkommen zurück bei Ocarina of Time. Ja, meine lieben Freunde, wenn ihr mein Infovideo von gestern gesehen habt, dann wisst ihr, was hier Lage ist, ja? Lage der Dinge. Ja, ihr wundert euch sicherlich, dass ich jetzt gerade hier schon bin und nicht da, wo ich den letzten Part aufgehört habe. Das liegt daran, ich werde euch das entsprechende Video in der Beschreibung verlinken. Ich hatte einen Bug. Nämlich wollten wir als nächstes hier in den Brunnen von Kakariko gehen, wenn ihr euch erinnert. Und dafür müssen wir ja ein Lied in der Windmühle spielen. Wir müssen in die Windmühle gehen, müssen da die Hymne des Sturms spielen. Anschließend wird das Wasser aus dem Brunnen abgelassen und wir können in den Brunnen rein. Wenn ihr das Infovideo gesehen habt, dann wisst ihr schon, ich hatte einen Bug. Und während der Cutscene, in der das Wasser runtergeht im Brunnen, hat sich mein Spiel immer aufgehängt. Und ja, ich habe echt schon verzweifelt versucht, das irgendwie wieder hinzukriegen. Ich habe alles Menschenmögliche ausprobiert und habe es nicht wirklich hingekriegt, irgendwie diese Cutscene zu überspringen. Aber ihr seht schon, ich bin jetzt im Brunnen. Das bedeutet, ich habe es irgendwie geschafft. Und zwar mit Hilfe eines Glitches. Zum Glück spielen wir ein N64-Spiel, die sich noch so einfach glitchen lassen. Dafür müsst ihr wissen, ja, ich werde euch das entsprechende Video auch in der Videobeschreibung verlinken. Nämlich geht es mit Hilfe eines Glitches, sich in den Brunnen zu glitschen. Mann, wie oft ich jetzt Glitch gesagt habe. Ohne dass man das Wasser ablassen muss. Und ja, den Trick habe ich jetzt benutzt. Deswegen haben wir jetzt leider eine kleine Sequenz quasi übersprungen. Nämlich, ja, die Cutscene des Wasserlassens. Ja, müsst ihr euch, wie gesagt, sonst nochmal irgendwo anders angucken oder so. Oder halt die halbe Cutscene in meinem Informationsvideo da. Dann, ja. Geht das schon, Leute. Tut mir jetzt wirklich leid, dass ihr das nicht sehen konntet, aber ich bin glücklich, dass ich jetzt endlich weiterspielen kann und ich hoffe wirklich, dass es jetzt nicht zu irgendwelchen Fehlern kommt, dadurch, dass ich halt das Wasser nicht ablassen konnte. Ja, und wir machen jetzt einfach weiter im Brunnen von Kakariko, der ziemlich, ziemlich gruselig ist. Okay, Leute, hier sollen wir ja was suchen, beziehungsweise, na okay, wir wissen es noch nicht, aber wenn wir in den Schattentempel gegangen wären, dann wird da sowas gestanden wie, ja, finde erstmal was Bestimmtes, bevor du da weitergehst. Und das machen wir jetzt hier. So, meine liebe Spinne. Du machst jetzt erstmal einen Abgang, würde ich sagen. Ach, schön wieder Ocarina of Time aufzunehmen. Ich hoffe auch nicht, dass es jetzt zu irgendwelchen Spielfehlern oder so kommt, dadurch, dass ich eben die Sequenz übersprungen habe, aber geht schon. So, jetzt wird's lustig, meine lieben Freunde, ja. Ich höre in diesem Raum geisterhafte Stimmen flüstern. Sie flüstern mir zu. Suche nach dem Auge der Wahrheit. Genau, und das ist auch das Item, was wir hier suchen sollen. Und an dieser Stelle waren bestimmt einige Spieler verwirrt. Hm, schon das Ende. Hier kann man ja gar nicht weiter. Das ist fies, wa? Ja, und keine Sorge, Leute. Ich bin gerade voll verpeilt, ey. Ich kann nicht richtig reden gerade. Keine Sorge, Leute, das ist kein Spielfehler. Das soll so. Nämlich finden wir das Auge der Wahrheit, mit der wir dann halt so eine Löcher in den Wänden auch sehen können. Beim ersten Loch muss man quasi von alleine drauf kommen. Und ja, es geht los. Hier ist Wasser. Ich will nie wieder Wasser ablassen. Das führt immer nur zu Spielfehlern. Aua. Kollege. Ganz ruhig. Okay. Jetzt wird's auch wieder lustig, vor allen Dingen mit Sachen sammeln und so. Das war nämlich ganz merkwürdig hier. Diese Art von Dingern da. Boah, Volltreffer kann man nämlich in die Luft ballern. Ist hier schon gleich. Tatsächlich, hier war schon gleich was unter. Okay. Ha. Siehst du wohl. Gleich mal die erste geheime Truhe. Trabemin. Ah, okay, komm auch wieder hoch. Ach ja, ach ja. Ich habe ja auch, wie gesagt, ein bisschen mit den Einstellungen rumgespielt, damit ich das, wieder hinkriege, den Spielstand. Ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwelche andere Einstellungen plötzlich drin sind als vorher. Nicht, dass jetzt irgendwie, wow, das ganze Spiel jetzt irgendwie anders ist. Hab auch Grafikeinstellungen so rumprobiert, dass es vielleicht daran lag, hat alles nicht geholfen. Von daher, ja, hoffe ich, dass jetzt alles tadellos funktioniert und wir das Spiel einfach beenden können. Ohne Probleme. Skudula! Die kannte ich noch. Naja, aber die können wir uns noch nicht holen. Beziehungsweise, können wir uns die schon holen? Ne, ich glaube, dahinter brauchen wir erstmal einen Schlüssel, wenn ich da durchkrabbel. Deswegen gehe ich erstmal woanders lang. Nämlich einfach mal hier lang. Denn hier können wir erstmal ein schönes Liedchen spielen. Ist ja auch Part 50 das Ganze hier. Müsste jedenfalls so sein. Finde ich ärgerlich, ne? Kurz vor Part 50 erstmal ein Spielfehler. Ach ja. Und auch so kurz vor Ende, ja. Ich hätte wirklich, wenn ich jetzt nichts hingekriegt hätte, hätte ich auch echt überlegt, was hätte ich denn dann gemacht? Ich mag es ja nicht, Projekte zu pausieren oder zu beenden. Das habe ich noch nie gemacht oder abgebrochen, meine ich. Deswegen, was hätte ich da dann gemacht?
hätte auch ehrlich gesagt, weil ich ja schon so weit im Spiel bin, hätte ich auch wirklich keinen Bock gehabt, das ganze Spiel hier nochmal zu spielen. Oh! Ich erinnere mich. Verdammt. Scheiße. Hätte ich auch nicht so wirklich Lust gehabt, das ganze Spiel nochmal von vorne zu spielen. Vor allem die ganze Kultur, die wir schon haben und so. Oh. Nee. Nee, 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 nee. Das Einzige, was jetzt irgendwie anders ist, ist der Sound. Ist übelst laut. Ja, ich glaube, ich habe auch mit dem Sound ein bisschen rumgespielt. Die muss ich sonst nochmal leiser stellen. Oh. Zambä. Scheiße. Ma! Was war das denn, Link? Ich habe gerade A und B vertauscht. Bin ich wieder sehr schlau von mir. Mann! Für den hier! Okay, klappt nicht. Hä? Ich wollte den hier machen. Da war ich wohl ein bisschen zu verpeilt. Naja. Schlimmbedet. Kann ja mal passieren. Ah, sehr schön, dass ich jetzt weiterspielen kann, auf jeden Fall. Wie gesagt, dann haben wir quasi ein Story-Ereignis umgangen. Wird auf ewig Wasser im Brunnen bleiben. Aber finde ich immer noch besser, als das Projekt irgendwie zu beenden oder nochmal neu zu spielen und sowas. Da hätte ich dann wirklich keinen Bock drauf gehabt. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ganz schön, dass ich auch einen Trick gefunden habe. Auch erstaunlich, dass ich einen Glitch wirklich hingekriegt habe. Denn, naja. Ich bin nicht wirklich der beste Glitcher. Von daher, der Glitch ist auch gar nicht so einfach. Aber ich habe den doch ganz gut hingekriegt. Ein bisschen getrickst, ein bisschen hingemacht und kann somit das Spiel jetzt weiterspielen. Sehr schön. Hat sogar eine Karte. Wusste ich gar nicht mehr. Na gut. Haben wir denn alle Edelstones hier eingesammelt? Von da kam ich gerade, ne? Genau, dann kann ich hier nochmal prüfen, ob hier irgendwas hinter ist. Oh, bam, bam, bam. Ah, hier wäre ein alternatives Loch gewesen. Dass ich auch hätte fallen können. Okay. Schön zu wissen. Für die Zukunft. Aber hier sind voll die Hände. Ist mir auch damals erst voll spät aufgefallen, dass es wirklich Hände sind hier. Ja. Boah, krieg ich aber ganz viel Schaden. Merkt man auf Anhieb vielleicht gar nicht so. Moment mal, da kam ich. Nee, von da kam ich, oder? Von hier kam ich. Muss ich hier nochmal kurz überprüfen. Wir wollen ja auch wieder alles mitnehmen. 100% sind wichtig. Wir wollen ja nichts verpassen. Hab ich jedenfalls nicht so vor. Mann. Das ist echt mal blöd. Umso lauter das Spiel ist, desto schlechter kann ich irgendwie kommentieren, weil ich meine eigene Stimme nicht höre. Kann ich da was machen? Oh! Mal kurz ausprobieren, weil da kam grüne Navi. Das heißt immer, da geht irgendwas. Aber das nicht. Naja. Habe ich mich wohl geirrt. Kann ja auch mal passieren. Jetzt wollte ich wohl den Sprungattacke machen, hat nicht funktioniert. Wow. Link, bleib doch mal darauf stehen. Das hilft, habe ich gehört. Mann, meine Nase wieder. Hoffen wir auch mal, dass hier oben der letzte Stein ist. Irgendwie nicht. Sind hier irgendwo noch mehr versteckt? Ich einfach nur übersehen habe. Oder aber vielleicht sind sie auch hier oben. Ich kann es nicht beurteilen. Denn ich habe echt keine Erinnerung mehr an diesen Mini-Dungeon. Tut mir auch echt leid. Ah, okay. Hätte das auch geklärt. So, wo bin ich jetzt gelandet? Wenn ich mal fragen darf. Okay. Hier ist wieder ein Skelett. Das heißt wahrscheinlich, irgendwo ist wieder ein Loch in der Wand. Wahrscheinlich hier. Ja, okay. Kennt man auch ein bisschen, ja. An der Kante hier. Naja. Okay, da kommt ein Kollege wieder rum. Ah, okay. Jetzt sind wir einmal im Kreis gegangen. Okay. Da komme ich unten rein. Will ich das denn? Oh. Ja, will ich wohl. Bin ich außerdem reingefallen. Bombs. Na gut, gehen wir mal rein, ne?
Wir müssen ja ein paar Schlüssel finden, denn ich meine, da hinten, wo man durchkrabbeln musste, da brauche ich einen Schlüssel dahinter. Und daher wäre das natürlich nicht ganz so schlau, da schon hinzugehen, ohne dass ich einen Schlüssel vorher habe und vielleicht brauche ich hier einen Schlüssel, das kann natürlich auch gut sein. Alter. Bomb. Bomb. Funktioniert sogar. Finde ich super. Okay. Oh. Oh, okay, der kommt jetzt schon. Okay, Leute, macht euch auf jeden Fall, ja, bereit für den gruseligsten Zwischenbosskampf aller Zeiten. Ja, Zelda-Geschichte. Sehen schon, da sind Hände, die sind ein bisschen blutig. Der entsprechende Kerl, dem die Hände gehören. Genauso. Okay, noch können wir einfach durchgehen. Hier ist, glaube ich, sogar unsichtbare Truhen, ne? Ach Gott, ja. Hm. Oh mein Gott. Guckt ihn euch an, Mann. Was ist das denn? Oh. Oh. Scheiße. Okay. Wow. Los, Kollege. Komm runter. Komm runter. Okay. Was? Dankeschön. Kann man voll durch den Boden die Hand sehen. Was zum Teufel. Wow. Kaputt gemacht. Bada baba. Wow. Aua. Das tat echt weh. So, greif mich mal, damit er herkommt. Und. Yeah. Es geht doch. Ich stelle mich gerade nicht komplett scheiße an, habe ich das Gefühl. Wow. Wow. Jetzt komm mal her hier. Genau. Ein bisschen. Schon tot. Und jetzt. Alter, was ist denn das für ein Boss? Aber eklig. Er zuckt noch voll. Zuck. Zuck. Jetzt verschwindet er. Okay, bekommen wir jetzt den Kompass oder tatsächlich schon das Dungeon-Item? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber es könnte sich schon um das Dungeon-Item handeln. Würde Sinn ergeben, denn das brauchen wir in dem Dungeon. Tatsächlich. Das Auge der Wahrheit. Platziere es auf und sieh mit hindurch. Du wirst viele Geheimnisse lüften. Setzt du es ein, kostet es magische Energie. Mit C, mit kannst du es auch wieder deaktivieren. Wer hätte das gedacht? Mit diesem Item, diesem sehr sinnvollen Item, können wir jetzt mal ein bisschen Röntgen-Doktor spielen, ja? Na, erstmal, du da, mach mal einen Abgang. Ich zeige dir das natürlich gleich mal. Jetzt haben wir doch keinen Schlüssel bekommen, ne? Ein bisschen schade. Aber gut. Dann brauchen wir da hinten wohl doch keinen Schlüssel. Oder der kommt noch, keine Ahnung. Irgendwas auf jeden Fall. Okay. So. Da sehen wir schon. Eieiei. Damit können wir jetzt durch Wände gucken. Wie cool ist das denn? Hab ich auch nicht so überhaupt nicht vorher gespoilert oder so. Wie war denn das hier noch? Okay, da kann ich nämlich in der Mitte durchfallen. Das ist natürlich auch nicht Sinn der. Bla 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 bla. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Ach, ja. Wieder die scheiß Viecher. Da komme ich auch nicht vorbei. Oh, voll Blut. Ist ein bisschen eklig. Okay, okay. Zack. Was war. Oh. Ich sollte aufhören. Die ganze Zeit. Aua. Ihr wollt mich doch komplett verarschen. Diesen Sprungtrick zu benutzen. Dann versage ich eh nur so, meine Güte. Ich will nur die Truhe haben. Cool. Eieiei. Okay, aber ich kann hier noch ein bisschen was in die Luft ballern. Das machen wir natürlich auch. Wie es das für einen Link gehört. Ups. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ah. Oh.
das wäre, glaube ich, schlauer, die gleichzeitig auszurüsten, wa? So. Da kann ich durch ein Loch fallen, da komme ich von außen rum. Okay. So, erstmal mache ich den Typen jetzt platt. Mann! Das ist echt ein Witz, ey. Ich krieg gar nichts mehr hin. Oh Mann, falschen Knopf. Das Spiel überfordert mich. Okay. Wo sind wir jetzt schon überall gewesen? Soll ich mich hier einfach mal fallen? Ich versuch mal was. Man kommt da echt nicht vorbei, okay. Ah, fahr ich gleich hier hin. Okay. Okay. Mann, also. Oh, ich bin auch schon auf der Leiter. Musst du jetzt noch deinen Auftritt hier haben? Oh, ich kann es auf der Treppe nicht absetzen. Okay. Ablegen. Das Auge der Wahrheit. Das ist nett. Tack, 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 tack. Langsam gehen mir die Wege aus. Ich glaube, ich lasse mich trotzdem nochmal einfach eiskalt. Guck mal, jetzt können wir uns nochmal angucken hier. Hui. Ich lasse mich trotzdem nochmal eiskalt in der Mitte fallen, glaube ich. Oh. Oh, okay. Stimmt, ich erinnere mich. Hier war auch noch voll der Geheimgang. War rein theoretisch, wenn man das ganze Spiel auswendig kann. Ah, okay. Dann braucht man das, glaube ich, gar nicht. Das Auge der Wahrheit, ne? Oh, dann kann man das bestimmt auch alles so lösen. Ohne Probleme. So, gehen wir jetzt da rein. Oder hier links rein. Ich wäre für links erstmal. Ja, mal gucken. Ah, ein Skutula. Sehr schön. Wow. Money. Okay. Und mal einen Boomerang, bitte. So, so lange kein Ocarina of Time mehr gespielt. Jetzt muss ich unter meinen ganzen Sachen, die hier rumliegen, erstmal meine Skulptura-Liste wieder rauskramen, ja. Ja, das hat meine Flasche schon mal einen Abflug gemacht. Okay. Scheiße. So. Stift auch wieder zumachen. Hilft, habe ich gehört. Und weiter. Okay, wir können mal gucken. Ist hier noch irgendwas? Nö. Fragt man sich nur, wie man jetzt in die andere Tür reinkommt. Und was in der anderen Tür drin gewesen wäre. Naja, haben wir wohl gelitten. Dann lass mich nochmal hier in der Mitte durchfallen gerade. Einfach mal gucken. Ah, da kommen wir auf diese Zwischenplattform. Okay. Ah, schön viel Geld. Da kann ich mich auch nicht drüber beschweren. Ein Geld braucht man hier, auch wenn wir uns schon alle Wundererbsen gekauft haben. Und ich bin auch so ein Idiot, ne? Ich habe ja wirklich gesagt, jetzt wo ich schon mal in Kakariko bin, gehe ich auch in den Brunnen. Und gehe nicht in die verlorenen Wälder, um das Ding zu pflanzen. Weil es sonst so ein Weg wäre. Aber wir haben die Nocturne des Schattens doch schon. Wir hätten es doch schon jederzeit hierher porten können. Ich bin so ein Idiot. Naja, ist ja auch egal. Dauert der jetzt nicht unbedingt länger oder so. Daher machen wir es einfach mal in der Reihenfolge. Dann werden wir wieder eine richtige Quest haben. Genau. Ja. So, ich meine, ich habe mich jetzt mal überall durchfallen lassen. Ist da hinten... Okay, da hinten ist kein Durchgang wie hier vorne. Leider. Aber hier. Okay. Ist ja nochmal ein Schlüssel drin. Damit ich dann in die andere Tür mal kurz reinluxen kann. Oh ja. Cool. Super, dann kann ich nochmal hier vorbeischauen. Mal gucken, was hier ist. Ah, noch eine Skutula. Ah ja, der Raum, ich erinnere mich. Mach einen Abflug. Mach einen Abflug. Und du mach mal auch einen Abflug. Good job, Bro. Okay, jetzt können wir mal hier lang. Oh, ich kann in der Luft laufen. Oh. Der ist alt. Oh. Aua, falscher... Erstmal alle falschen Knöpfe drücken, ist gut.
Hä? Ich bin mit der Situation ein bisschen überfordert gerade, glaube ich. Oh. Hui! Oh. Da lande ich ja sogar wo unten. Ich dachte, ich würde schön in die Schlucht fallen, ja, und kann dann einfach ganz cheater da wieder oben landen. Na gut. Dann halt nicht. Aber gut. Wir haben jetzt, glaube ich, alles erkundet. Alles Unwichtige erstmal in dem Dungeon. Ja, das finde ich sehr... Ja. Finde ich sehr schön. Das heißt, als nächstes können wir da jetzt wirklich mal durchkriechen. Und ja, scheinbar doch keinen Schlüssel einsetzen. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Aber gut, ich muss auch die Skulptur eintragen gerade. Ohoho, da ist kein Platz mehr auf meinem Zettel. Habe ich da noch? Ja, gut. Die 100 kriege ich hier wohl noch auf das Blatt drauf. Aber gut, Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Ja, während ich aufschreibe, bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, das ganze Projekt kann jetzt ohne weitere Probleme weitergehen. Und nicht, dass der Glitch jetzt irgendwie alles kaputt macht. Unsichtbare Brücke schreibe ich mal. So. Gut, dann bis zum nächsten Part Ocarina of Time. Tschüss.